Willkommen zurück zu Gothic, zum fröhlichen Banditenverprügeln. So, wer ist denn hier weggelaufen? Du bist weggelaufen. Bleib doch mal stehen. Ah, da kommt einer runter. Ein Räuber. Kann ich den ansprechen? Nein, der rennt einfach weg. Das finde ich ja irgendwie langweilig. Ja, ich gehe mal hinten rum rein, ne? Hallo, hinten rum rein habe ich. Hallo? Genau. Wenn man hier nämlich runterrutscht, dann kriegt man keinen Fallschaden. Hehe. So, was haben wir denn hier? Ganz viele Räuber. Offensichtlich keine Banditen. Die haben echt Angst vor mir. Ey, beim letzten Mal haben die mich angegriffen. Ist ja lustig. Haben sie wenigstens irgendwelche Truhen hier, die ich ausnehmen kann? Das ist ja langweilig. Sag mal, was habt denn ihr? Dann muss ich euch ja mit Feuersturm aus der Entfernung platt machen. Das ist auch keine Kiste. Nur Fässer. Greifen sie mich wenigstens an, wenn ich ihnen Schaden mache oder so? Nein, dann rennen sie weiter weg. Das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich hätte ja gedacht, dass ich mich mit denen ein bisschen anlegen kann. Vielleicht haben sie ja Angst vor meiner fetten Rüstung. Das kann ja sein. Dann ziehe ich mal hier so eine Crawler-Plattenrüstung an. Vielleicht liegt es ja daran. Na kommt. Guck mal, jetzt habe ich nur noch 115 Schuss vor Waffen. Na, wie wär's mit uns? Scheinbar ja nicht. Ah, ich hatte ja noch das Zorn in der Hand. Stimmt. Aber irgendwie so richtig nützliches Zeug hat er auch nicht dabei. Nö, rennt immer noch weg. Okay, das liegt nicht an der Rüstung. Das liegt entweder am Kapitel. Vielleicht auch an der... Nee, an der Waffe auch nicht. Ich hatte gerade eine andere Waffe in der Hand. Dann liegt es wahrscheinlich am Kapitel. Oder einfach am Level oder so. Keine Ahnung. Woran das liegt, dass die Angst vor mir haben. Aber dich kriege ich noch. Haha, sag ich doch. Wenn du so von mir wegläufst, hast du bestimmt was zu verstecken. Und meine Güte. Ich habe echt niemanden um zum Handeln, oder? Ich meine, im alten Lager gibt's... Ah, doch, den Schmied natürlich, ne? Mit dem Schmied kann ich handeln. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich brauche eh kein Erz, ne? Wofür auch? Ich könnte bei den Wassermagiern mein Erz... Hey, wie geht's euch denn? Ich könnte den Wassermagiern mein Erz geben. Dann könntest du einen neuen Haufen machen. So von der Menge her könnte es ja gerade reichen. Für einen kompletten neuen Haufen. Oder zumindest für die Hälfte oder so. Och, das sind ja junge Skelette. Das ist ja süß. Die geben ja nur 40 Erfahrungen und ein Fleisch. Die sind so leicht zu besiegen, dass ich die sogar am Anfang des Spiels gleich hätte besiegen können. Habe ich aber nicht. Aber auch diese Insel hier in der Mitte ist was, was ich erforschen wollte. Immer schon und nie getan habe. Und deswegen schaue ich mich jetzt hier glatt nochmal um. Blutfliegen. Na, eine Blutfliege. Hey! Ich war schon wieder zu schnell. Immer bei den Blutfliegen. Geht doch. So. Und ein Varan. Nee, ein Lurker, oder? Das ist doch ein Lurker. Kein Varan. Ein Lurker. Ich finde das ja ein bisschen schade, dass ich die ganzen Sachen, die ich den Tieren jetzt abnehme, gar nicht mehr wirklich loswerden kann. Gar nicht mehr wirklich gebrauchen kann. Ich fände es irgendwie gut, wenn die so eine Art Verwendung hätten. Dass man damit irgendwas machen kann oder so. Ich glaube, im zweiten Teil geht das dann mit der Alchemie. Oder zumindest mit einigen Sachen. Und egal. Was ich tun möchte, ist darüber gehen. Ich glaube, durch den Wald. Dort sollte irgendwo ein Turm sein. Oder sowas in der Art.
und... Ist das denn eigentlich schon gebratenes Fleisch? Nein. Wäre eigentlich angemessen, ne? Das fände ich angemessen, wenn das schon gebraten wäre, weil ich die Viecher ja... die Tiere ja in Flammen setze. Ein Rudel Wölfe! Hatte ich schon lange nicht mehr als Gegner. Geben die eigentlich Fleisch? Nö. Naja, komm, das kann ich mir sparen. Die Sachen brauche ich nicht. War hier nicht noch irgendwas? Nee. Genau. Ah, da ist ja der Turm. Da ist der Turm. Sehr schön. Genau da wollte ich hin. Und bevor ich da reingehe, werde ich eine Runde speichern, nur um sicher zu gehen. Sicher ist sicher. Habe ich eigentlich den Anfang... nee. Ich habe den Anfang der... Ah, doch, da. Bin mir gar nicht sicher, ob ich den Anfang der Aufnahme gespeichert hatte. Ich habe das Aufnahmeende vom letzten Mal gespeichert. Genau, da oben ist jetzt ein Turm und da unten sollte ein Dungeon sein. Ich gehe zuerst mal nach oben. Die Aussicht genießen. Und mich umschauen. Und danach werde ich mich nach unten begeben in die tiefsten Verliese. Na, hier oben gibt es irgendwie nichts. Drüben ist Gebirge. Oh, da hinten ist das Kastell. Da ganz am anderen Ende. Da ist das alte Lager. Die Zinnen. Okay. Und genau, da unten habe ich ja mal gegen Feuerwarane gekämpft. Und habe damals diesen Turm hier geflissentlich ignoriert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Vielleicht hatte ich irgendwie schlechte Erinnerungen daran oder so. Ich glaube, ich war tatsächlich mal darin, als ich es früher gespielt habe, das Spiel. Allerdings war da halt sehr viele Skelette unten. Speichern brauche ich nicht, ne? Ich habe ja eh nichts hier unten gefunden. Oben meine ich. Ah, Skelette, sag ich doch. Wo ist der Feuerschaden, Uriziel? Wo ist der Feuerschaden? Irgendwie nicht so ganz überzeugt von dem Schwert. Vielleicht sollte ich mal Inos Zorn ausprobieren. Aha! Könnte natürlich sein, dass Skelette als magische Wesen immun gegen Magie sind. Ja, Inos Zorn geht hier definitiv besser. Also bei Menschen war Uriziel stärker. Und bei Tieren wahrscheinlich auch. Aber ich schätze mal gegen magische Wesen wie Skelette. Vielleicht auch beim Troll genau deswegen. Ja, das kann durchaus sein. Dass gegen magische Wesen dann Inos Zorn eben doch die bessere Wahl ist. Die bessere Waffe. Was gibt's hier? Ich kann hier links nach unten. Oder ich kann hier rechts weiter. Ich schnappe mir mal eine Fackel. Ich habe schon wieder 67 Stück. Ey, ich habe doch letztens alle verkauft, bis auf 10. Was gibt es hier? Elixier, magische Energie. Manor plus 70. Naja, warum nicht? Okay, hier geht's noch weiter runter. Na, geh ich mal hier runter. Was genau ist hier los? Was zur Hölle war das gerade? Das ist gut zu wissen. Dass ich zwei Waffen habe, eine für magische, eine für nicht magische Gegner. Weil ich nachher im Ork-Tempel wahrscheinlich auch wieder auf Skelette und Orks treffen werde. Und dann werde ich natürlich dann für die Orks Inos Zorn benutzen. Ne, für die Orks Uriziel. Und für die Skelette Inos Zorn. Na? Weg mit euch. Auch hier wieder nichts, was irgendwas dauerhaft erhöht. Schade. Es gibt bestimmt noch einige Tränke, die meine Stärke oder mein Mana erhöhen, oder? Oder vielleicht auch mein Leben. Könnte ich mir gut vorstellen. Bier. Bier klingt gut.
Oh mein Gott, ich glaube, das ist ein kleines Labyrinth hier unten. Ich halte mich einfach mal links. Und die Skelette, die haben ja gerade auch nicht gebrannt, als ich sie mit Uriziel geschlagen habe. Eventuell sind die ja komplett immun gegen Feuer. Das würde eventuell auch erklären, warum ich vor einigen Folgen mit diesem einen Feuerzauber, der keinen Schaden gemacht hat gegen die Gegner, eben keinen Schaden gemacht habe gegen die Gegner. Was ist hier los? Oh, ein Skelettmagier. Ich räume mal zuerst den Magier weg. Skelettmagier des Nebelturms. Okay. Ich vermute dementsprechend, wir befinden uns hier im Nebelturm. Gut, was haben wir hier? Höllenpilze. Ja, kann ich mitnehmen. Brauche ich aber eigentlich nicht. Ja, ich nehme mal die Fackel wieder. Wenn der schon Skelettmagier des Nebelturms heißt, dann hat er doch bestimmt irgendwas dabei, oder? Chromanin, das ist, soweit ich weiß, genau das, was ich suche. Bisschen Bier, bisschen Wein, bisschen Erz. Und noch in die Kisten reinschauen. 100 Erz. Ja, das ist nett, dass es Magie auffüllt, aber was ich gerne hätte, wäre dauerhaftes Magiebonus. Definitiv. Wäre mir das lieber. Weil Magie aufzufüllen habe ich echt genug. Ich habe genug Magietränke, ich habe genug Heiltränke. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. So, ich habe gesagt, ich halte mich links. Das tue ich auch hier. Nein! Oh, jetzt komm schon, ey. So. Geht doch. Wie viel Erfahrung brauche ich denn? Oh, schon noch einiges. Ich weiß gerade nicht, ob es sich überhaupt lohnt, die Skelette hier zu kloppen. Ich glaube, da war ich schon. Wenn, dann bin ich aber da links. Okay. Hab ich mich gerade verlaufen? Ja, genau, da bin ich runtergelaufen. Okay. Moment, wenn ich vorhin hier war, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade eben war, laufe ich hier nochmal runter. Ich will ja einmal links die komplette Wand lang, um wirklich überall oder zumindest mal überall am Rand gewesen zu sein. Genau. Da war ich jetzt noch nicht drin. Hier gibt es aber leider nichts. Ach nee, jetzt bin ich da, wo ich vorhin herkam, oder? Oder bilde ich mir das ein? Dann müsste hier rechts der Eingang sein, durch den ich reinkam. Negativ. Eine Sackgasse oder gibt es irgendwie oben was? Nee, ne? Nö, da ist nichts. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Oh. Hier geht's auch unten raus. Das sieht aus wie so eine Schmugglerhöhle oder so. Ich finde nur noch das Boot. Da vorne ist ein gekentertes Boot. Ob das wohl irgendwie zusammenhängt? Ich weiß es nicht. Aber gut, ich bin hier letzten Endes, um mir dieses Buch zu holen. Und wenn ich das Buch schon habe, dann muss ich natürlich auch das Buch lesen. Chromanin. Der gewillt ist, allen irdischen Lastern zu entsagen und auf den Pfaden der rechtschaffenden Wandel soll wissen, wo der Quell meiner Macht verborgen liegt. Auf dass er es nutzen möge, die Ketten dieser Welt zu sprengen, das klingt gut, und sich als würdig zu erweisen, Chromanin zu empfangen. Der Weise verschafft sich großen Überblick, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet. Großen Überblick. Genau. Ich habe ja vorhin mich oben umgeschaut auf dem Turm. Und das Kastell ganz am Rand hinten gesehen. Und großer Überblick könnte bedeuten, eventuell da hochzugehen, oder? Oder bilde ich mir das ein? Ich weiß es nicht. Könnte sein.
Ist aber nichts mehr. Ich glaube, da bin ich runtergelaufen, oder? Bestimmt. Ah, haha, da ist die Höhle mit dem Magier. Okay, damit bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zurück. Gab es hier auch Abzweigungen? Ja, Moment, wo kam ich her? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, hier kam ich nicht her. Genau, hier gibt es aber auch sonst nichts. War hier noch irgendwo eine Abzweigung? Yep. Da oben ist noch mehr. Aber wie gesagt, ich halte mich einfach an der linken Wand. Und dann sollte ich mehr oder weniger überall durchkommen. Es sei denn, der Ersteller des Labyrinths hat aufgepasst. Und gegen diesen Algorithmus das Labyrinth entsprechend so gebastelt, dass es zum Beispiel in der Mitte Räume gibt, die nur über... Also die quasi nicht mit der Wand oder mit der Außenwand zusammenhängen. Und dann nämlich werde ich diese Räume nie erreichen mit diesem Algorithmus. Ha, hier war ich noch nicht. Links war, glaube ich, nichts im Gang. Und hier hinten, nope, auch nichts. Hm. Jetzt sollte ich aber langsam hier durch sein, durch die Höhle. Okay, Schnitter, Sklavenbrot. Ja, ich glaube, hier kam ich her. Ja, da ist meine Fackel von vorhin. Ach komm, was soll's, die nehme ich wieder mit. Ist doch egal. Und hier drüben gab es ja auch noch mal eine Möglichkeit, weiter runter zu gehen. Die will ich mir jetzt auch noch mal anschauen. Oh, wow, das ist ja großartig hier. Mhm. Schade, dass ich vorher nicht direkt hierher gegangen bin. Ich habe so viel verpasst. Hm. Na gut, wie gesagt, mein einziger Gedanke, der mir einfällt, ist wirklich auf den höchsten Punkt, den ich von hier aus sehe, zu gehen. Und das ist halt das Kristall. Also da bei dem Ork-Schaman, der mich um Hilfe gebeten hat. Und da werde ich mich jetzt mal gemütlich hinbegeben, nachdem ich mich geheilt habe. So. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder.